Die Menschen waren für ihr Essen immer auf die Natur angewiesen. Nur die Art, wie sie die Nahrung beschafften, hat sich weiterentwickelt. Eine der größten Neuerungen der Menschheitsgeschichte fand vor Tausenden von Jahren statt und veränderte die Art zu leben und essen. Die Einführung der Landwirtschaft. Die ersten Menschen waren Jäger und Sammler. Sie lebten von Tierjagd und vom Sammeln wildwachsender Nahrung. Sie waren Nomaden, ständig in Bewegung, dahin, wo es Essen gab. Aber vor etwa 10.000 Jahren begannen die Menschen mit dem Anbau von Pflanzen und Obstbäumen. Und sie züchteten Tiere, die sie mit Eiern, Fleisch und Milch versorgten. Sie fällten auch Bäume, um Lichtungen zu schaffen und feste Häuser zu bauen. Tausende von Jahren bebauten viele das Land, um genug Essen für die Familie zu haben und ein wenig auf dem Markt zu verkaufen. Das nennt man Subsistenzwirtschaft. Aber dann zogen immer mehr Menschen vom Land in die Stadt. Dort waren sie von Nahrungsmitteln abhängig, die andere anbauten und verkauften. Da Transportmöglichkeiten wie Straßen und später die Eisenbahn ständig besser wurden, konnte man eher Nahrung außerhalb der Stadt anbauen und trotzdem frisch auf den Markt bringen. Im 20. Jahrhundert hatten die Bauern dann schnellere und bessere Maschinen für Anbau und Ernte. Man vergrößerte die Felder, um die Maschinen gut auszunutzen, aber verkleinerte auch den Lebensraum von Wildtieren für die Nahrungsmittelproduktion. Neue Düngemittel und Chemikalien wurden erfunden, um Menge und Qualität der Pflanzen zu verbessern und sie vor Krankheiten zu schützen. Der Schwerpunkt der neuen intensiven Landwirtschaft lag auf dem wichtigsten Grundnahrungsmittel, Weizen. Weizen wird heute großflächig angebaut. Das vom Weizen produzierte Korn wird zu Mehl gemahlen, aus dem Lebensmittel wie Brot, Couscous und Pasta hergestellt werden. Für viele weltweit die wichtigsten Grundnahrungsmittel. Neue Technologie hat die Ernte von Pflanzen verbessert, die ursprünglich von Hand gepflückt und sortiert wurden. Aber obwohl es immer mehr große Bauernhöfe gibt, brauchen einige viele Mitarbeitende, da sie trotz Maschineneinsatz auf Handarbeit nicht verzichten können. Reis ist eine der arbeitsintensivsten Kulturpflanzen. Reis wächst am besten auf Reisfeldern in warmen Ländern wie Indien und China. Reisbauern fluten ihre Felder mit Wasser, damit der Reis so gut wie möglich wächst. Reis wird dann geerntet und meist von Hand gedroschen. Reis ist wichtig, da er Grundnahrungsmittel für über die Hälfte der Weltbevölkerung ist. Moderne Anbaumethoden haben zweifellos die Nahrungsmittelproduktion weltweit verändert. Bessere Maschinen für Anbau, Ernte und Sortierung von Pflanzen. Neue Wege zur Entwicklung krankheitsresistenter Obst- und Gemüsesorten, die schneller und größer wachsen. Der Mix aus neuartigen Maschinen und Handarbeit auf großen und kleinen Bauernhöfen weltweit bedeutet, dass wir alle benötigte Nahrung produzieren können.